Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Heroes of Might and Magic 2. Genau, wir befinden uns in der Archibald-Kampagne und ich gucke gerade, ob wir noch irgendwie was kaufen können. Scheinbar nicht. Weiter. Ein gefangenes Einhorn wird angstvoll. Sie nähern sich ihm mit beruhigendem Murmeln und befreien es. Es schnaubt und stampft einmal mit seinem Vorderhuf auf. Dann galoppiert es davon. Als sie auf den Boden schauen, entdecken sie ein goldenes Hufeisen. Das goldene Hufeisen steigert ihr. Kommt ihr drauf? Kampfglück. Genau. So sieht's aus. Und dann haben wir noch eine Kristallmine. Da oben ist noch eine Quecksilbermine. Da sehe ich eine Goldmine. Luken, die hätte ich auch ganz gerne. Bin ich nicht so. Ja, wir haben ja schon ein bisschen Armee hier rumstehen jetzt, oder? Den einen Anführer der Ork oder den einen Ork da, den können wir mal gekonnt ignorieren. Wollte ich nicht. Ups. Egal, mal gucken, was wir schon an Schaden machen an Orgalords. 5 Stück könnten wir dem Tode zuführen. Ich denke mal, den Rest müssen jetzt meine Rocks in den Kampf machen da. Meine Stahlgolems nach vorne. Ihr habt ungefähr die gleiche Schlag wie die Orks. Wir können auf jeden Fall ein wenig mit Blenden arbeiten. Der Glück. Der Glück bei einem. Das hätte ich denen jetzt auch noch so zugetraut. Zwei sogar. Und die 30 da hinten bitte angreifen. 31 Eber. Dann wollen wir uns mal mit dem hier beschäftigen, mit dem Dreier. Wunderbar. Ihr dürft euch mit ihr nicht auseinandersetzen. Und dann sind wir wieder dran und fügen noch einen Blitzstrahl zu. Und das sollte genügen. Naja, drei Rocks ein Eber. Kastore, nicht Katastrophe. Kastore erhält eine Stufe. Ich würde sagen Ballista. Ja. Einfach die nächste Runde anfangen. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Druiden auseinander. Einmal Blitzstrahl. Okay, da geht ein Rock nieder. Noch ein Rock. Und noch ein Rock. Ja, die Großdruiden können ein bisschen was. Und die tun auch ein bisschen weh. Zumindest im Distanzangriff. Da war ein Busch im Weg. Ich glaube, hier reicht eine Mannschaft. Jawohl. Ein bisschen Mana sparen.
Wir wollen jetzt hier unbedingt diesen Beobachtungsturm uns zur Gebüte führen. Kreuzritter ist gewachsen. Okay, hier oben ist nichts mehr, das ist schön in der Ecke. Könnten wir uns jetzt gemütlich nach unten bewegen. Gen. Okay. Ah, da ist die Hexerburg, eine zumindestens. Problem ist, ich brauche jetzt nur noch eine neue Armee. Deswegen werden wir jetzt zurückgehen. Über diesen Brunnen da laufen. Mindestens, das ist so der Plan. Der Brunnen. Das müsste ja dann, ja genau, hier durchgehen. Und dann sind wir auch ruckzuck bei unserer Hexerburg. Wichtig war, dass wir die Goldmine vielleicht mal ein, zwei Runden behalten. Dass wir ein bisschen Gold ansammeln. Und der Gegner eben halt kein Gold kriegt. Weil er wird vielleicht dann bald einen Titanen haben. Und das wäre nicht so cool. Obwohl, wir könnten den Brunnen nutzen. Und entgegenlaufen. Dann braucht er eigentlich der Castoro gar nicht so weit nach Hause rennen. Könnten wir die Hexerburg angreifen. Dann nochmal maximale Meistermagier mit. Eine Gruppe von Kobolde möchte sich uns anschließen. Halblinge. Ja, ein Spieler in diesem Spiel ist den Programmierern wohl irgendwie was in den Kaffee gekommen morgens. Weil normalerweise sind Kobolde die Feen von der Zauberin. Okay, du sammelst dann jetzt hier diese paar Kröten ein und gibst ihm mal ein wenig Armee. 103 Halblinge sind jetzt mittlerweile dann stärker als die 12 Greife. So, jetzt sollten wir mal gucken, dass wir halbwegs eine gescheite Aufstellung wählen. Kannst da mal was besuchen. Riemens Gießerei. Da könnten wir auch gleich mal hingehen. Eine in der Gießerei arbeitender Schmied bietet ihnen an, alle ihm gebrachten Waffen der Pikiniere und Schwertkämpfer von Eisen in Stahl zu verwandeln. Er sagt auch, er kenne eine Methode, Eisengolems in Stahlgolems zu verwandeln. Leider haben sie keine dieser Soldatengattungen in ihrer Armee und er kann ihnen nicht helfen. Okay, also wenn ich jetzt irgendwas unaufgerüstet gehabt hätte, dann hätten wir uns da näher kennengelernt. Gut. Wir lernen jetzt aber erstmal die Stahlgolems hier kennen. Nicht 7 tot. Ich hätte gedacht, dass wir sterben würden bei meinem Angriff. Bei meiner Laser-Attacke. Die halten halt doch mehr aus, als ich denke. Respekt sollte man vielleicht haben. Nein. Schlimm ist der auch wieder nicht. Mit Glück. Mit Glück könnte er die 6 umhauen. Ey Kumpel, ich bin einer von deinen. Oder wir. Okay. Wir schießen auf die 6. Der Rock darf nicht vorne fliegen. Jetzt haut der meine Rocks. Der eine. Mensch, sei doch mal ein bisschen gut zu Vögeln.
Okay, hier ist eine Hexerburg ohne wirklich Gegenwehr. Dann wollen wir uns das doch mal genauer angucken. Und vielleicht die Burg erobern. Hier werden wir jetzt Magiergilde bauen. Massensägen, Leben und Tote auferstehen lassen. Das ist jetzt nicht so der Hit. Wolkenburg. Die Wolkenburg produziert Riesen. Okay, uns fehlen aber Edelsteine und vor allen Dingen ein Bild. Okay, uns fällt sofort auf, dass die Box die größte Gefahr darstellt. Okay, vielleicht auch die 101 Halblinge. Auf jeden Fall die Rocks. Das heißt, die Rocks blenden wir und für den Rest greifen wir erstmal an. Ja. Da ist zwar fast kein Hindernis mehr, aber. Nun denn! Bevor die Halblinge noch schießen, fliegen wir mal rüber und beseitigen die. Also meine Ballistik funktioniert. Die Mauer ist ruckzuck in Schutt und Asche. Ja. Gut. Wenn wir noch nicht zaubern können, machen wir nichts Großartiges. Ruckzuck sind die Türme hier weg. Gut. Jetzt machen wir hier einen Blitzstrahl drauf. Und greifen mit den Ebern an. Schießen mit den Meistermagiern drauf. Greifen noch mit den Rocks an. Oder sind die Rocks selber dran? Nicht? Okay, die Rocks sind nicht selber dran. Waren die Rocks jetzt nicht einmal dran? Soll mir egal sein, wir haben 4 Meistermagier verloren. Können hier leider noch nicht aufstocken, aber wir haben hier eine Wolkenburg. Okay, ich würde sagen, auf Rüstete Gießerei. Oder? Ne, die aufrüstete Gießerei eigentlich gar nicht. Magiergilde. Vielleicht kriegen wir hier Massensägen und Erdbeeren. Das ist jetzt natürlich nicht so der Hit. Und doch vielleicht Gießerei nehmen sollen. Und da liegt noch Erfahrung rum. Die kostenlose. Unser Hauptbock ist aufgekauft. Dann werden wir hier jetzt mit dem linken Gefechtsturm aufrüsten. Haben wir das Wichtigste. Er holt sich hier die Erfahrung, bewegt sich in die Burg. Und dann werden wir hier einen Marktplatz benötigen. Aber dass wir besser traden können, können wir vielleicht die Edelsteine gleich uns erhandeln. Du gehst mal weg. Du einer, du. So, was können wir machen? Wir können jetzt erstmal hier alles aufkaufen. Wieder mal.
erstmal alles einladen. Ach, die anderen Halblinge kann er behalten. Greif mich an. Ist ja jetzt nicht so der Hit. Gegen wer? Was da kommt? Stell du dich mal davor. Die sind nicht besonders schnell. Und ich denke, das werden wir jetzt mit dem Schießen alleine regeln können. Mehr oder weniger. Ja, die Geschwindigkeit an sich ist auch nicht so der Hit. Da können wir jetzt gerade so ein bisschen noch Däubchen drehen. Super. Super. Da sind wir jetzt vorne. Die Eberallee, die drei. Das Glück hätte man vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Aber wir sind da ja nicht so. Oh, da haben wir schon einige weg. Einige Mumien. Und auch den letzten Storbenen Mumien haben wir erlegt. Hier ist so ein bisschen was, was wir einsammeln können. Hier ist viel nichts aufgerüstetes. Deswegen werden wir damit langsam anfangen. Nächstes dann die Bibliothek vielleicht. Tausend Erfahrungen nehmen wir an. Nochmal 1000 Erfahrungen nehmen wir an. Ach Mensch, warum kämpft ihr denn jetzt immer? Ihr habt doch keine Sonne. Boom. So. Und nun. 12 Anführer der Orks, wahrscheinlich die Meistermagier. Nein, noch nicht mal. Ich brauche Teleport oder Eile für die Golems. Also sonst werden die ihr Ziel erreichen. Aber es ist cool, wenn man später mal 100 von Golems einfach in die gegnerische Basis teleportieren kann. Den Zauberspruch gibt es nämlich. Auch. Also das ist schon nice dann. Hier könnten wir mal gucken. Um das hier zu kaufen, brauchen wir die Bibliothek. Bibliothek kostet noch 3 Edelsteine. Tuck, tuck. Nummer 2 und Nummer 3. Und zack, haben wir die Bibliothek. Steinhaus, Erstrümmung, Massenfluch. Ja, super. Massenfluch. Verfluche euch alle, nicht nur einen. Dann haben wir hier noch Meistermagier. Er behält hier einfach seinen Stützpunkt da erstmal und bewegt sich nicht großartig weiter. Würde ich sagen. Also die Frage, ob wir hier hinten noch die Minen schnell einnehmen. Rennen wir hier mit dem Helden zurück. Wir hier vorankommen. Jawohl, da ist er schon. Und wir können ihn sogar noch gleich Meistermagier abkaufen. Titan haben wir auch schon in der Mache. Da fehlen eben nur noch 20 Edelsteine.
Ich weiß auch, wo eine Edelsteinmine ist. Problem ist nur, die ist auf der anderen Seite der Karte. Da befinden wir uns zurzeit nicht. Und ich bin ganz froh, dass mich der Gelbe gar nicht angreift. Was auch immer er gerade macht, er soll es weitermachen. Weil so kann ich hier in Ruhe die Minen einnehmen und kann euch die ganze Karte zeigen. Muss denn hier alles gegen mich kämpfen? Kann ich nicht Massenblenden haben und dann jede Runde einen Blitzstrahl? Zack. Ich habe mir das vorgestellt. Ich habe die Eber ein bisschen vorgestellt, dass die Gegner die Eber angreifen und die Eber dann zurückschlagen und die Gegner dann da sind. So etwas die Theorie. Theorie ist noch verbesserungswürdig, würde ich sagen. Gut, und dann die 13 Pikniere. Beweg dich hinten rum. Und ich möchte, dass du nichts machst. Und du auch platt bist. Biegt da noch ein bisschen die Rocks, das ist was egal. Also wir haben jetzt zwei Eber verloren. Und wir hätten das wahrscheinlich auch mit Nullverlust hinkriegen können. Aber naja, ein paar Verluste kann man ja auch mal holen. Nehmen wir das Gold noch mit, das liegt da halt. So. Wir können mal zwischenzeitlich hier die Burg aufkaufen. Das sieht ganz gut aus dann. Hat er vielleicht weiterhin Angst, da anzugreifen? Ah, stopp. Hast du etwa Angst vor so ein paar Rangers? The fuck? Was macht er da? Ja, was mache ich hier? Okay. Hier können wir auch mittlerweile schon wieder was aufkaufen. Die Diebesgilde. Auch eine aufgerüstete Burg. Da fehlen uns wirklich nur die Edelsteine. Wir versuchen jetzt mal langsam die Edelsteine uns zu erhandeln. Alles andere brauchen wir hier nicht unbedingt. So. Ich glaube nicht, dass wir Level 5 Zaubersprüche brauchen, um jetzt hier den Missionssieg zu erarbeiten. Ein Artefakt, das könnte Edelsteine enthalten. Eine Tasche, entweder Kristall oder Edelsteine, das weiß ich immer nicht. Da komme ich immer ein bisschen durcheinander. Es kann aber auch ein Goldbeutel sein, oder? Ich sag, wenn es ein Beutel komme ich echt durcheinander. Es gibt so viele davon. Zack. Dann greifen wir die Großelfen an. Und so weit wie möglich rüber mit den Ebern. Das gibt jetzt ein bisschen was auf die Meistermagier. Erst hat geschossen, der zweite liegt am Boden. Noch vorhandenen Einheiten. So. Und jetzt hat es ausgeschossen. Springen wir einfach. Super, dann haben wir drei Meistermagier verloren. Aber eine weitere Holzmine in unserem Besitz. Und
Wieso greifen uns denn die Eber an? Ich dachte, die schließen sich vielleicht mal uns an. Aber nö. Nö, sie haben einfach keine Lust. Nö, nö, nö. Sie sagen einfach nö. Jetzt kein Eber gute Moral bekommt, hat sich das ausgeliefert. Ich zwei Halblinge vor. Ein. Ui, toll. So, ich hoffe, die Zombies greifen mich jetzt nicht an. Ich will ja nicht nur zu der Burg und mir ein bisschen Verstärkung holen. Und eventuell haben wir dann auch schon. So sieht es aus. Zumindest. Die aufgerüstete Wolkenburg. Tada-ta. Aber wir haben auch keine Edelsteine, um welche zu kaufen von den Titanen. Sie sind auch gar nicht so günstig. So, wir wollen nicht gegen sie kämpfen. Das ist Zeitverschwendung. Ja. Können wir einen ganzen Titan kaufen? Ja, okay, das bringt noch nicht so viel. Nein, sagte ich doch. Okay, da müssen wir gucken, dass wir da später irgendwie mal Edelsteine bekommen. Hier hinten ist eine Edelsteinmine, die ist, wäre zum Beispiel sehr wichtig. Wir werden jetzt hier runtergehen und erstmal die Kristalle erobern. Die Behausung wachsen. Menno, hör auf zu kämpfen hier! Könnt schon fertig sein! Ja, toll. Du? Diesmal auf den ersten. Gucken, ob er was aushält. Rox, wie waltet euer Amboss? Schießen wir auf die 17. Ja, in der Masse bringen selbst die Halblinge was, wie ihr seht. Meine fast 10 Zauberkraft. Die hauen natürlich auch richtig rein. So, jetzt werden meine Rocks gepiesackt. Von den Pikinieren. So, nächste Runde. Jawohl. Und dann gucken wir mal hier rein. Und wieder ein Kampf. Um Leben und Tod. Ja. Der erste Runde, bitte. Das ist noch nicht wahr. Also die nicht aufgerüsteten Elfen, Großelfen, noch schneller als meine Meistermagier. Ne? Was sind das denn für lahme Socken? Liegt halt am Alter, ne? Ist man halt nicht mehr so schnell. Das kennen wir ja alle. Oder ich zumindest. So. Da lässt man sich halt gerne Zeit im Alter. Ach was. Ein Fluss. Ich das aber noch segeln müssen. Logistikmeisterhaft.
Pagulas. Na, ein paar ist gut. Ich würde sagen, wir blenden einfach mal ein. Und die anderen greifen jetzt die Möhre an. Freie Attacke für freie Bewegung. Und du gehst nach vorne, ich nach vorne. Blitzstrahlen wir mal. Das hat jetzt nicht so viel gemacht. Oh, mit Glück. Das haut uns bestimmt ein bisschen was. Na, 7:52, wer gewinnt? 52 gegen 5. So, wir können wieder hinten wecken. Wir warten einfach, bis unsere Leute wieder schießen dürfen. Goldmine ist nice, aber wir wollen jetzt die Edelsteinmine da oben abbauen. Ich schicke jetzt einfach mal die Eber nach vorne. Gegenüber sind sie wieder schneller, die Meisterbeine gegenüber den Ebern. Ne? Also das ist irgendwie. Mal wollen sie nicht. Jetzt die E. Ich wollte gerade sagen, die Eber schneller drüben als meine Meistermagier. Gut. Brauchten sie nicht. Oh, da ist ein Artefakt, ein wichtiges. Wohl eigentlich hätte ich hier erstmal ihn hier platt machen sollen, ne? Galindra. Ach, gucken wir erstmal, was wir hier uns jetzt alles noch so schönes kaufen. Wir können ihn hier wieder mit Armee voll beglücken. Meistermagier und Rocks fehlen noch. Das ist super, super, super. Dann bauen wir jetzt einfach mal eine Diebesgilde. Warum? Weil wir es können. So, wir haben nach wie vor Edelsteinmangel. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir nicht ein wenig was erhandeln können. Edelstein. Jo, 8 Stück. Das reicht für 4. Titan, das macht schon mal 5. Ich bin gerade überlegen, ob wir jetzt von hier hindurch mal brechen und ihn hier angreifen. Aber ich würde ganz gerne noch ein paar Titanen bei den letzten Schlachten dabei haben. Das heißt, oder du bist ein Hexer. Das wäre so also eine Ritterin, ne? Ritterin. Eine, die sich auch als Ritter hätte tarnen können. So. Ritterin. Fürchterlich. Mein Deutsch schon wieder. Das heißt also, ich sollte, glaube ich, diesen Part unterbrechen. Und in der nächsten Folge sehen wir dann, wie die Titanen denn so reinhauen und Schaden verursachen. Schauen wir mal, was sie so können. Bis dahin, euer Persico. Danke. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Part, wenn das heißt, hier ist Unmade Magic 2, die Archimonde-Kampagne.